11.02.2024. Herr Pfiff ist auf dem Weg zum Stadtwald, denn nach einer kleinen Pause gibt es heute wieder die Karnevalsstrecke der Nordeifel Trail Tour. Den Spuren nach dürfte der Weg noch da sein. Kann natürlich sein, dass nur noch die Gartenzugänge. Ist der hier? Wir müssen dann doch mal gucken. Ich hätte die Dorn einfach von links weggenommen, aber ich akzeptiere das auch. Das ist nämlich die Stelle, die vor ein paar Jahren schon arg unzugänglich war. Bei der ich, bleib mal da, ich glaube fast, dass man den dieses Jahr schon rausnehmen müssen. Ja, also das erklären wir mal für verloren. Tja, wo wir den Abschnitt jetzt als verloren akzeptieren müssen, steht dann fürs nächste Jahr eine Streckenänderung an, denn dann brauchen wir den Schlenker hier unten rum gar nicht erst machen. Da wird es ein bisschen kürzer. Einfach weiter. Wettermäßig haben wir Glück. Ja, Leute wie ich, die halt zum Geld ausgeben. Ja, damit hätten wir dann die Socken nass. Ich hatte aber nicht mal einen Kopf. Aber das wäre drüben auf der Variante auch nicht anders gewesen. Okay. Drüben wäre auch so ein Loch gewesen. Ja, also, ja. Von daher das, freut mich, dass es so nass ist. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass wir den auch schon jetzt aufgeben und parallel gehen müssen, aber noch ist eine Spur zu erkennen. Also ein paar Meter können wir noch davon nehmen. Aber ja, es ist nicht mehr viel von dem Weg zu sehen, noch weniger als vor 3 Jahren. Ich glaube, hier ist eine gute Möglichkeit, auf den anderen Weg zu wechseln. Der Rest des Pfades ist schon untergegangen, aber das können wir noch nutzen. Wunderbar. Hier waren wir neulich im Schnee, aber jetzt sieht man, dass der wieder in Benutzung ist, denn hier ist eine deutliche Spur. Das freut mich, bevor ich es verschweige. Wir haben ja auch Asphalt hier. Jetzt, wo ich hier bin, erinnere ich mich, hier waren ja die Bäume umgestürzt und der Pfad ein bisschen schwerer zu finden. Aber hier geht's irgendwie noch. Da müssen wir es durchkämpfen. Bis hierhin war der Weg noch zu erkennen, aber hier ist nichts. Wir müssen uns weiter unterhalb auf was Neuem was suchen. Also hier werden wir uns für nächstes Jahr untenrum eine Alternative suchen. Man kann den anderen Weg noch weiter runter laufen und dann ist unten noch mal nach links ein anderer Weg. Ich glaube, den müssen wir dann künftig nehmen. Also, nächstes Jahr nehmen wir dann den hier. Das hält dann nicht so lange auf. Was machen wir? Sollen wir wieder den Weg hoch oder sollen wir mal quer rüber und den Trail hoch? Variieren wir hier auch mal ein bisschen. Wir sind heute schon so weit neben dem Plan, da kommt es auf die paar Meter eigentlich auch nicht mehr an. 2, 3 oder wie viele Wochen war das her, dass ich hier durch bin? Da war der noch nicht. Wir gehen oben rum. Was? Statt zu klettern. Jetzt direkt, oh. Mann. Ja. Der liegt noch nicht lange da.
Der war müde. Die liegen noch nicht lange da. Man kann auch sehen, warum. Der ist nicht mehr ganz gesund gewesen. Gehen wir hier links durch, wieder rechts durch, wieder auf den Trail. Hier steigen wir schon seitlich ein. Oh, auch dieser Abschnitt dürfte langsam aber sicher unbrauchbar werden. Aber noch ist er da. Nach wie vor ungepflegt, aber noch vorhanden. Da muss ich schon arg bücken. Also solange wir noch durchkommen, können wir den im Kurs lassen. So, Droferheide ist erreicht. Die Gruppe ist ein bisschen größer geworden. Ja, durch Sturmschäden kraxeln ist ja noch ganz lustig, aber das ist gefährlich. Hier müssen wir jetzt aufpassen. Ich glaube, die Ecke ist immer nass, ne? Ja, wunderbar, das lohnt sich ja heute. Wunderbar. Ja, wenn wir hier jetzt über Nacht noch Frost gekriegt hätten, das wäre schön glatt geworden. Ach, trockene Füße, das ist ja sowas von anderthalb Stunden her. Das ist schön heute. So schön hatten wir es hier selten. Gut, dass die vorher noch mal Baumpflege, Heidepflege betrieben haben anscheinend. Wunderbar. Gut, dass wir die Füße schon nass haben, dann brauchen wir ja gar kein Slalom laufen. Das entspannt. Oh, die Strecke ist unpassierbar. Ja, da kann man glaube ich besser drüber steigen. Aber ich versuche mal den umständlichen Weg. Nur um das zu verifizieren. Ja, man kann durch. Man kann durch oder man kann drumrum. Je nach Gelenkigkeit. Ich habe es extra verifiziert. Laut Google Maps ist der Weg hier. Also kann sich keiner beklagen. Das ist Drove, ja. Da geht der Zug und hier sind die Jecken. Glück gehabt, diesmal hat es mir nicht die Brille ausgezogen. Bin dem Ast entgangen. Nee, hier ist auch nass. Wunderbar. Ich habe meine noch nicht bekommen. Ja, schön, wie geht's denn? Was vom Königssee aus? Das ist günstig. Links und rechts Dorngestrüpp. Da kommt man gar nicht in Versuchung, dem Schlamm zu entgehen. Der Weg hat sich gemausert. Ist gut.
Kenner wissen, wo wir sind, Wanderweg 5. Da kann man eh schon ewig nicht mehr durchs Gestrüpp. Aber jetzt das Gestrüpp zu umgehen, wird heute extrem scheiße. Aber jetzt bin ich noch mal stur. Nur weil nass ist, müssen wir jetzt nicht drauf verzichten. Das ist auch nur das eine Stück hier. Ja, Mama gefällt's. Nee, so tief wird das nicht. Ja, immer wieder was Neues. Das kommt dabei raus, wenn die Wanderwege nicht mehr gegangen werden. Sehr schön, sehr schön. Und der Graben ist anscheinend auch länger nicht mehr gepflegt worden. Haha, die sind clever, die gehen über die Wiese, aber nur weil der Zaun gerade an dem Stück runtergetreten war. Was heißt denn clever? Also, die haben keine sauberen Schuhe. Ja, ist halt Geschmackssache. Ja, wo Müll ist, ist ein Weg, ne? Ja. Das war aber nur das. Ja, wenn die nämlich Pech haben, ist der Zaun hinten nicht übergehbar. Das ist das Risiko. Also der alte Fünfer hat extrem gelitten. Man kommt neben dem Fünfer jetzt mittlerweile besser durch. Ja, so schlecht der da hinten im Schuss war, hier ist er wieder frei. Hier könnte man sogar wieder laufen, wenn ich jetzt nicht einen ganzen Beutel von Müll da hinten aus von dem unwegsamen Teil an der Backe hätte. Das ist so entspannt, sind wir das Stück schon lange nicht mehr gegangen. Links, ne? Die Stelle sieht interessant aus. Egal wo man geht, hat man Pfützen. Ich glaube, heute haben wir es richtig gut getroffen, wettermäßig. Albi. Ja, aber wir wollen ja in diese Richtung hier. Keine Experimente mehr. Jetzt kommt die nasse Ecke. Das schmatzt ganz gut. Und so sieht das dann aus. Ich hab dir einfach mal geglaubt, Albi. Da willst du mal was Gutes tun und das ist der Dank. Wahrscheinlich haben die deswegen da drüben den ganzen Müll liegen lassen, weil sie die Füße nicht nass kriegen wollten. Aber da haben wir Glück, die Pfütze ist da schon zu Ende. Hier sind wir jetzt nur zur Verifikation reingegangen. Wir wurschen uns jetzt hier auf dem Parallelweg. Hier wird die Strecke geändert. Wir verlagern das um einen Parallelweg westwärts in Zukunft. Nee, seit dem damaligen Sturm ist das hier nicht, es sei denn, das hier bleibt erhalten, dann können wir den kleinen Schlenker ja trotzdem drin lassen. Schauen wir mal. Aber es wird auf jeden Fall, kilometermäßig ist es dasselbe, aber es wird auf jeden Fall in irgendeiner Form eine Änderung geben. Ich glaube fast hier links, da war, das war wie rechts, ja, das ist Orientierunsinn. Wie viele Normalos haben denn bei euch schon mal teilgenommen?
Ach, da ist eine Umgehung. Sollen wir in die Umgehung gehen oder gehen wir... Ich glaube fast, das ist noch manageable. Das ist der Weg, wo wir sonst rausgekommen wären. Die Ecke hier ist ein bisschen rustikalisiert worden, wa? Okay. Dann müssen wir noch bücken. Uiuiui, der hat der Ausstieg hier auch gelitten. Das ist original, da geht mittlerweile auch eine Alternative. Ah, ja, okay, wir bleiben original. Hier liegen einige Stöckchen hier unten, aber das kennen wir mittlerweile. Da links, da wird es auch hier rumgehen können. Der letzte Trailabschnitt des Tages. Dann sind wir bald da.